Willkommen zurück beim Krone Fußballfest, das wir heuer natürlich nicht ohne ihn veranstalten wollen und können. Gerüchten zufolge ist er jetzt wirklich schon ein paar Monate auf der Welt, hat natürlich in vielfacher Hinsicht österreichische Fußballgeschichte geschrieben. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass er im ganzen Party- und Medienwahnsinn auch noch für uns Zeit findet. Servus Toni Polster. Hallo, grüß dich, servus. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich erlebe dich einigermaßen regeneriert und ausgeschlafen. Ja. Also der ganze Party-Wahnsinn ist offenbar halbwegs gut an dir vorübergegangen. Ja, alles gut, alles erledigt, aber auch mit viel Herz, mit viel Spaß und mit viel Freude, dass mir so viel Wertschätzung entgegengekommen ist. Und bin sehr froh, wie das Ganze abgelaufen ist. Der wievielte Gratulant bin ich? Hast du ein Buch geführt? Naja, ich habe ungefähr 500 WhatsApp gehabt und 300 E-Mails und 200 normale Nachrichten und habe sie alle beantwortet, also so gut es geht. Aber das war schon anstrengend, aber es ist auch nett natürlich. Gibt unangenehmere Anstrengungen. Ja, nein, das ist schon super. Reinhard Fendrich hat gesagt, alle großen Vergnügen sind anstrengend, wenn man es genau. Nicht näher drauf eingehen. Oder wir, recht, oder? Wir haben natürlich alle eine große Freude, dass wir dich wieder in alter Frische hier begrüßen dürfen. Wir brauchen jetzt nicht noch einmal auf die Krankenakte sozusagen eingehen, sondern atmen lieber kollektiv noch einmal gemeinsam durch. Die Frage sei schon gestattet, wie denn dein Körper auf Aufnahme von Süßigkeiten reagiert, ganz grundsätzlich. Ja, grundsätzlich darf ich alles essen, also alles gut. Also dann erlaube ich mir hiermit noch einmal ganz offiziell zu werden. Dankeschön. Ein bisschen was haben wir vorbereitet. Ich halte es nur einmal in die Kamera, damit wir sehen, dass wir den Toni verewigt haben. Ich hoffe, das geht jetzt rein physikalisch aus. Und dann darf ich dann das gerne überreichen. Entweder nimmst du es jetzt oder so, noch einmal hinstellen. Also ich glaube, wir haben gerätselt, Toni, gehört natürlich gerne dir. Von welchem Spiel dieses Bild datieren könnte? Mein Tipp wäre gewesen 86 Praterstadion-Eröffnung. Ja, ist richtig. 4-1 gegen Deutschland. Siehst du in Biesinger hinten und ein paar Deutsche. Und war das 4-1. Zwei Tore Chinas, zwei Tore Polster. Zwei Tore Polster, da sage ich noch einmal einer, wir können gegen die Deutschen nicht gewinnen. Wobei schon langsam wird es eh zur Routineübung, die Deutschen zu schlagen, oder? Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal geschafft. Ja, stimmt. Also ich kann mir denken, welches Ländermatch das ist, dass dir sofort in den Sinn kommt, wenn man dich nach deinem persönlichen Ranking fragt. Das war wahrscheinlich das DDR-Spiel. Aber wenn wir noch kurz bei diesem bleiben, welchen Stellenwert hat das in deiner Erinnerung? Naja, es war ein Freundschaftsspiel natürlich, aber es ist natürlich immer schön, Deutschland zu schlagen. Und Deutschland war ja immer in der Weltspitze. Von daher sind solche Siege immer besonders wertvoll. Und so oft haben wir gegen Deutschland nicht gewonnen. Und da freut man sich natürlich, ist ganz klar. Das war eine Stadioneröffnung damals. Das Stadion ist komplett renoviert worden, neu gemacht worden. Und von daher war es eine schöne Geschichte damals. Also wie gesagt, wir sind sehr froh. Ein letztes Mal darf ich es noch deponieren, dass wir dich da in voller Frische begrüßen dürfen. Wie sehr hilft dir denn jetzt gerade auf dem Weg zurück sozusagen oder beim ganzen Regenerationsprozess auch deine Spitzensportler-Mentalität? Was hast du denn mitnehmen können vom Spitzensport? Wie sehr prägt dir ein wie guter Lehrmeister fürs echte Leben ist er auch? Ja, der Sport ist überhaupt ein gutes Mittel, auch für die Kinder natürlich, dass sie lernen, verlieren, gewinnen, sich sozial einbringen. Und ich habe natürlich auch die ganze Schule mitgemacht und bin sehr froh, dass ich Sportler geworden ist, weil das war mein Ziel von klein auf. Ich wollte nie was anderes werden. Und es ist aber auch natürlich richtig harte Lebensschule, vor allem, weil du einen Beruf in der Öffentlichkeit ausübst. Nicht? Also wenn ich einen Fehler mache und haben es tausende Leute gesehen, waren vielleicht... Die obergescheiten Journalisten waren so sofort zur Stelle. Aber wenn die eine Tiergummi runterfällt, ist es wurscht. Muss das gar keiner sehen. Hans, nur für die. Nicht so dramatisch, da hast du vollkommen recht. Wie gerne würdest du denn heute noch aktiv kicken oder wieder aktiv kicken, weil der vielzitierte Strafraumstürmer, der ja Toni Polster in Exzellenz war, der scheint ja eine Renaissance zu erleben. Ja, ich würde schon gerne noch spielen, aber natürlich geht das nicht, wissen wir eh. Und ich gebe nur jedem aktiven Spieler den Rat, sie sollen schon schauen, dass man sich vorbereitet auf das Leben danach. Es ist schwierig, weil man relativ jung ist und aufhören muss dann. Und da sollte man dann schon vielleicht mit einem Bein im Berufsleben stehen oder das machen, was man halt nachher dann
machen möchte. So, Toni, ich habe mir erlaubt, in der Vorbereitung auf die heutige Sendung 3 Fotos aus deiner aktiven Karriere rauszukramen, die jetzt vielleicht noch nicht so rauf und runter gespielt wurden, die, glaube ich, eher Raritäten sind. In einem ist ein Mann Hauptdarsteller, der heute auch schon da gesessen ist, ein gewisser Herbert Prohaska. Angeblich bist du ihm schon ein, zwei Mal im Leben über den Weg gelaufen. Er hat gesagt, ich darf ihn jetzt kurz verpfeifen. Er hat gesagt, den Toni auszuspülen, das war keine große Kunst. Und wir haben das Ganze illustriert mit folgendem Bild. Er hätte gemeint, das ist ein ganz klarer Versuch von dir, ihm das Haxl zu stellen. Was entgegnest du denn seiner These? Das war damals übrigens die Konstellation Teamchef Prohaska, Stürmer Toni Polster. Ja, was ist, wenn der Teamchef mitspielt, musst du aufpassen, ne? Natürlich, weil es nicht mehr der Fitteste und so. Und ja, da, wie man sieht, habe ich mit dem Ballen erfolgreich weggespitzelt. Und der hat das Nachsehen, also so muss man das, dieses Bild eigentlich interpretieren. Gut, dass wir die Gegenstellungnahme eingeholt haben, weil der Prohaska natürlich ganz anders erzählt. Ne? Also das ist seriöser Journalismus auf Champions League-Niveau. Immer bitte die Gegenstellungnahme einholen. Von einem Mann können wir heute leider keine Gegenstellungnahme einholen. Der hat uns leider abgesagt, aus privaten Gründen. Danke noch einmal trotzdem für die Information, Andi Herzog. Aber von ihm habe ich auch ein Bild vorbereitet, auf dem eben Andi Herzog und auch Toni Polster zu sehen sind. Was sagt denn das über die Trainingsmethoden? Das war irgendwann in den 90ern aus. Wie innovativ wurde damals schon trainiert? Ja, das darf man natürlich nicht überbewerten. Also das ist eine gute Übung zur Beweglichkeit und wird vielleicht heute nicht mehr gemacht, aber damals die Trainer waren auch nicht so blöd. Also es ändert sich ja laufend immer alles. Wir haben früher... Es kommt alles wieder zurück. Ja, wir haben früher ein halb rohes Steak gegessen vor dem Match. Heute würde jeder Ernährungsberater sagen, ab, seid ihr wahnsinnig. Das ist ja also 3 Stunden vor dem Match, so ein dickes Steak, das war Usus eigentlich. Ne? Das hat der Prohaska gewusst oder habt ihr das in seinem Rücken verzehrt? Hinter seinem Rücken verzehrt? Nein, das war schon offiziell nicht, ja. Beim Essen nicht. Aber was hier bei Prohaska einmal eingeführt hat, kein Mensch weiß warum, er selber auch nicht, bei der WM. Hat auf einmal beim Frühstück die Eier verboten. Und ich, angeblich hat er das von der Mannschaft gesagt, ich habe es nicht gehört. Und habe beim ersten Spiel da geschossen und habe natürlich schön eine Eierspeis gegessen. Ne? In der Früh wie immer. Und beim zweiten Spiel auf einmal bestellen wir wieder Eierspeis, weil es war nichts da von Eiern. Und auf einmal sehe ich einen Schatten hinter mir, kommt der Herbert gelaufen und schreit mich zusammen. Nicht? Und ich habe gar nicht gewusst, was er jetzt meint. Nicht? Der sagt, Eier sind schlecht und das darf man nicht als Spitzensportler. So sage ich, das habe ich noch nie gehört. Ich habe die letzten 15 Jahre immer Heimendext am Frühstück gegessen. Hat er mir verboten, ja, damals. Und du hast dich, Spiel durfte ich keines mehr essen. Ja. Und du hast dich dran gehalten? Ja, nutzt ja nichts. Und hast die Goal aber trotzdem? Der Trainer sagt. Ja. Trotzdem gemacht, ne? Also du war eigentlich wurscht, hat auf deine Leistung keine Auswirkungen. Ja, da war nur mehr das eine Spiel und dann hat er mich zurückgetreten. Ach so. Das macht sich hier beide aus, da will ich mich jetzt nicht noch einmischen. So, jetzt war Toni Polster hier zu nichts Neues, natürlich legendär für seine Tore, aber schon immer auch für seine Frisur. Und ich behaupte, Toni, an einem Mann hast frisurentechnisch sogar du dir die Zähne ausgebissen. Ein Foto habe ich noch vorbereitet. Also da kommst sogar du schwer an. Also der Hans Kogler hat da schon neue Maßstäbe gesetzt, oder? Ja, Kogler, Hans war natürlich. Hätte eher nach Woodstock gepasst, wie in einer Fußballmannschaft, aber das war so sein Splän. Also als Hardrocker wäre er auch durchgegangen. Lieber Toni, die Übung, die wir hier vollziehen sollen oder dürfen, ist natürlich jene, dich hochleben zu lassen zu deinem runden Geburtstag. Hm. Trotzdem erlaube ich mir jetzt einen ganz kurzen, vielleicht ein bisschen unangenehmen Exkurs, weil der Anlass heute, der Krone Fußballer, der ja geehrt wird, der ist dir so in dieser Form nie zuteil geworden. Also Krone Fußballer des Jahres, das ist einer der wenigen Titel, die du nicht abgestaubt hast. Ja, stimmt. Also ich habe quasi nur 5 Jahre in Österreich in der ersten Liga gespielt. Und da waren natürlich Robert Zara und Herbert Prohaska dann in der Beliebtheitsskala, dann ganz weit vorn bei den Fans. Und ich weiß nicht, Zweiter oder Dritter geworden, aber gewonnen habe ich das nie. Ne? War dafür Österreichs Sportler des Jahres 1997, glaube ich, geworden, nach der erfolgreichen EM-Qualifikation. Also er hat schon allerhand abgestaubt, der liebe Toni, der jetzt ganz aktuell schon wie stark im Eurofieber ist.
Ja, schon langsam kribbelt's, ne? Also schon langsam freuen wir uns drauf auf die Euro und hoffe, dass wir dort gut performen. Wer soll uns denn die Tore machen, wenn wir es schon mit einer echten Nummer 9 zu tun haben? Gut, ein paar haben wir ja, Baumgartner, Gregoritsch, die haben wir ja. Also ich glaube, wir müssen Kalajdzic und Alaba natürlich ersetzen. Aber wir werden das sicher kompensieren können, auch wenn man vielleicht einen Alaba als Person jetzt so nicht ersetzen kann. Von der Position her, glaube ich, können wir ihn halbwegs ersetzen. Da haben wir gute Leute, ne, die im Ausland spielen, in Frankreich, Italien und so weiter, deutsche Bundesliga. Aber ich denke, er wird mitfahren und dabei sein. Ja. Und die Tore, Arnautovic ist natürlich auch immer zu bedenken, wenn er fit ist, dann wird er sicherlich das eine oder andere Tor hoffentlich auch schießen. Toni, was macht eigentlich die Tennisform? Bist du schon im Wettbewerbsmodus? Noch nicht ganz. Ich bin am Weg zurück. Aber natürlich, da ich einer der führenden Spieler bin, kann ich nicht einfach so zurückkehren. Ich kann nur zurückkehren, wenn das Niveau auf Top ja, Level ist, also sonst gehe ich nicht zurück, weil ich muss ja meine Position durch den Tennisclub verteidigen. Wer sind so die schärfsten Rivalen? Ich glaube, Prohaska hat ja schon das Weite gesucht, der spielt ja nicht mehr mit dir, nicht? Nein, ich bin in einer anderen Gruppe, ja. In Oldella, wo der Dominik Thiem immer trainiert, im Beta Tennis. Und dort sind wir eine richtig gute Truppe mit lauter sympathische Burschen. Und auch die können auch sehr, sehr gut spielen. Und von daher muss ich mir ein bisschen herantasten wieder, dass ich gleich einsteigen kann dann. Alles klar. Dafür drücken wir alle Daumen, die wir so haben, lieber Toni. Es war mir wie immer eine große Ehre, dass du vorbeischaust. Lass dir bitte die Torte schmecken. Ich werde mir erlauben, dir noch ein kleines Tröpfel mitzugeben, das du dann vielleicht kombinieren kannst, damit wunderbar. Das handhabst du dann so, wie aus du das Burland für richtig. Ja, selbstverständlich. Danke, dass du die Werbung machst, dann muss ich nicht machen.